Die Zoosaison hat begonnen und das bedeutet, dass es auch in diesem Jahr wieder jede Menge Tierisches im Zoo zu entdecken gibt. Dort können Sie unter anderem einen Blick in das Wohnzimmer der Flusspferde werfen oder Löwen und Bären in Osterlaune erleben. Meine Kollegin Jana Sillinger weiß genauer, was sie im Zoo erwartet. Sie ist zu einem Besuch bei den Zoobewohnern aufgebrochen. Osterspaß im Erlebnis zu Hannover. Pünktlich zu Beginn der Ferien lädt der Zoo Hannover zu einer ganz speziellen Osteraktion ein. An Bäumen, auf Wiesen und sogar in den Gehegen der Tiere kann man bunt bemalte Eier finden. Besonders viel Spaß hatten die Eisbären beim Spielen mit dem Osterball, aber auch die Löwen genossen am Tag des Auftakts bei strahlendem Sonnenschein dieses besondere Ereignis. Denn die Tierpfleger haben bunte Ostereier aus Holz ins Gehege gestellt. Unsere Löwen haben hier heute 3 große Holzeier bekommen, die natürlich an sich schon spannend genug sind. Wir haben das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, damit sie wirklich interessant werden. Haben wir verschiedene Düfte dran gesprüht und auch ein paar Kräuter dran verteilt. Und natürlich als Leckerchen versteckt, kaum zu sehen, noch ein paar kleine Fleischstückchen, damit die Spannung einfach noch höher ist. Die aufgeregten Schimpansen bekamen sogar Eier mit einer kleinen Überraschung darin, die im Handumdrehen verzehrt wurde. Und auch die Erdmännchen profitieren über die Osterzeit von ein wenig Farbe im Gehege. Heute gibt es was Besonderes, und zwar, dass sie heute Ostereier kriegen. In den Eiern haben wir auch was reingetan, also ein großes Straußenei, was bemalt ist. Und da sind Mehlwürmer drin, damit die natürlich noch einen Anreiz haben. Das ist so schon interessant, eigentlich bräuchte man gar nichts reinmachen. Aber wenn die merken, dass nichts drin ist, kann es halt schnell passieren, dass sie dann irgendwie die Lust dran verlieren. Und die kleinen Eier sind auch nur vom Geruchlich halt sehr interessant, weil es ja Hühnereier sind. Aber eigentlich kriegen sie die nicht auf, weil die halt so wegflutschen und nicht reinbeißen können. Und es ist quasi Tierbeschäftigung. Schöne Fotos kann man natürlich da machen, weil Interaktion und ist alles bunt und so. Sieht natürlich super aus und da ist es quasi auch das, worauf es ankommt. Doch nicht nur die Tiere haben Spaß an dieser besonderen Aktion. Auch für die Besucher gibt es zur Osterzeit allerhand zu entdecken. Und auch abgesehen von den Osteraktionen kann man sich bei Führungen ganz persönlich mit den Fähigkeiten der Tiere messen oder einen Einblick hinter die Kulissen bekommen, etwa in die Küche der Eisbären oder das Wohnzimmer der Flusspferde. Beim Löwen haben wir uns nicht reingetraut.